Malte, du legst jetzt das Messer aus der Hand. Malte, du legst jetzt bitte das Messer aus der Hand. Malte, ich sag das jetzt zum letzten Mal. Du legst jetzt das Messer aus der Hand. Zum allerletzten Mal, Malte. Du legst jetzt das Messer aus der Hand. Guten Morgen. Ja, ja, die anti-autoritäre Erziehung. Ein Trend als fanatischer Gegenpol zur autoritären Erziehung. Junge Mütter, junge Väter, die alles richtig machen wollen, aber doch dieselben Fehler machen wie ihre Eltern. Sich Orientierung in einem Dogma suchen und dann komplett verzweifelt sind, wenn eine derartig einseitige Orientierung nicht in einer gesunden Beziehung zwischen Eltern und Kinder münden. Aber was ist denn eigentlich eine gesunde Beziehung zwischen Kinder und Eltern? Absolute Gleichheit und Ignorieren der naturgegebenen Unterschiede? Das funktioniert schon nicht bei Feministinnen, die sich auch unglücklicherweise in ein unnatürliches Ideal reinsteigen und Mann und Frau zwangshomogenisieren wollen. Was niemals funktionieren wird. Männer sind anders als Frauen und Frauen sind anders als Männer. Und das ist gut so. Und Kinder sind anders als ihre Eltern. Ne? Eltern haben gerade in den ersten Lebensjahren, genau wie das auch im Tierreich ist, eine Verantwortung zu tragen. Beim Menschenkind ist diese sogar noch um ein Vielfaches größer. Da ein junges Wildschwein oder ein junger Fuchs eventuell zumindest sogar eine theoretische Chance hat zu überleben, wenn du es in den Wald reinsetzt, da ist die Chance, wenn du ein Baby, ein nacktes Baby irgendwo in den Wald legst, gleich null, dass es irgendwie überlebt. Und mit der Verantwortung geht auch Führung einher. Die Eltern müssen dem Kind Dinge beibringen, es vor Gefahren schützen und dafür sorgen, dass sich ein Kind gesund entwickeln kann. Aber wie soll sich ein Kind gesund entwickeln können? Wie soll man es vor Gefahren schützen, wenn das Kind nicht auf einen hört? Wenn es nicht die Autorität akzeptiert? Aber da gehen bei den anti-autoritären Müttern und Vätern gleich wieder die Alarmglocken an. Was? Das Kind soll doch nicht auf einen hören? Das Kind ist doch nicht dein Besitz und macht was du sagst. Natürlich soll das Kind nicht aufs Wort hören und ein kleiner Zinnsoldat werden. Genau, das ist jetzt das andere Extrem, ne? Was genauso scheiße ist. Aber bei einer gewissen Tonlage der Mutter oder des Vaters muss das Kind ganz klar erkennen. Das ist der Punkt, wo ich hören muss. Ohne Kompromisse. Sonst ist eine verantwortungsvolle Erziehung des Kindes überhaupt nicht möglich. Wenn das Kind immer das macht, was es will, dann existiert keine Lenkung und das Kind entwickelt sich unkontrolliert. Nun werden die Vertreter der anti-autoritären Erziehung sagen, ein Kind soll sich frei und natürlich und unkontrolliert entwickeln. Aber wir leben nicht in der Natur, sondern wir leben in einer Gesellschaft. Man kann doch nicht von einem Kind verlangen, der letzte Mohikaner zu werden, bevor es überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, was es bedeutet, ein Außenseiter zu sein. Das muss doch eine freie Entscheidung sein und vor allem muss ein Kind auch die Alternativen kennen. In einer Gesellschaft, da kann ein Mensch nicht einfach irgendjemandem was wegnehmen oder jemanden schlagen und dann erwarten, ja, dass die Umwelt das vielleicht doch lustig findet, wie ja, der antiautoritäre Papa, der für sich persönlich entschieden hat, dann zu sitzen und zu grinsen und ein Außenseiter zu sein. Aber das kann man nicht von der Gesellschaft erwarten. Aber der Mensch wird in unserer Gesellschaft ja, de facto, wenn er das macht, bestraft. Und daher muss man dem Kind eben das auch beibringen. Dass es Strafen in dieser Gesellschaft gibt für Beleidigungen, für etwas wegzunehmen, also Diebstahl oder für ja, eine Verletzung, eine körperliche Verletzung von anderen Menschen. Ein Kind muss demzufolge auch bestraft werden, damit es das auch lernt. Denn Kinder testen ihre Grenzen genau bis zu dem Punkt, wo sie auf Widerstand stoßen. Bei der genauso verblödeten autoritären Erziehung ist es wahrscheinlich ja, ein Schlag mit der Faust. Das wirkt zwar als Widerstand dann sehr gut, aber damit entsteht an einer anderen Stelle wieder ein Problemfeld. Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Vertrauen in die Eltern, das verschwindet dann. Auch scheiße, ne? Ein Kind muss aber lernen, dass es gewisse Anstandsregeln in der Gesellschaft gibt. Es muss sie auch nicht immer befolgen, aber es muss wissen, dass es sie gibt. Und dass das Nichtbefolgen eine negative Konsequenz nach sich zieht. Und dann selber wählen, wann und ob man sie anwendet. Die Eltern müssen Rücksicht auf die Umwelt nehmen und das Kind auch darauf vorbereiten. Ein Kind in Deutschland in einer parallelen Subkultur ohne Autorität aufzuziehen, das ist nicht das Beste für das Kind und im Übrigen auch nicht für die Eltern.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ist das Kind mehr wert als ein Elternteil? Nein, sicher nicht. Und genau wie die Eltern, da sie nun ein Kind haben, ganz natürlich ihre Freiheiten auch einschränken werden. Das ist intuitiv, das passiert automatisch. Und dass sie sich der Situation anpassen müssen, müssen es die Kinder auch. Ich kenne Eltern, die sich für ihr Kind aufopfern und selber dadurch total aus der Balance gekommen sind und total gestresst sind. Aber liebe Eltern, da macht ihr was falsch. Wer sein Kind richtig erzieht, der ist selber nicht gestresst und das Kind ist ebenso nicht gestresst. Und nur weil das Kind mal den Aufstand probt und sein Instrumentarium auslotet, was von künstlichem Schreien bis mit dem Fuß auf den Boden stampfen geht, heißt das nicht, dass das Kind unglücklich ist. Es testet euch aus. Man sollte nie, wirklich nie ein Kind schreien lassen, wenn dieses Schreien von Herzen kommt und echtes Leid beinhaltet. Wenn das Schreien aber als Instrument erst unbewusst, später bewusst eingesetzt wird, dann habt ihr das falsch gemacht. Und woran erkennt ihr zum Beispiel, dass das Schreien bewusst oder unbewusst ist? Da gibt es ein schönes Mittel, das habe ich Fabian und auch ein Sohn habe ich sehr gut mitbekommen. Wenn das Kind schreit, zum Beispiel möchte irgendwas haben, so, und dann kann es sein, also diese aus der Situation, dass das Kind etwas haben möchte, kann sein, dass es echtes Leid ist und es kann sein, dass es kein echtes Leid ist. Also ihr könnt das nicht aus der Situation ablesen. Wenn es etwas haben möchte und es bekommt es nicht, kann es trotzdem echtes Leid fühlen. Oder es möchte etwas haben, schreit, weil es gelernt hat, dass wenn es schreit, dass er es bekommt. Und wie erkennt ihr das? Ihr erkennt das so, dass wenn das Kind, wenn ihr das gebt, urplötzlich sofort aufhört mit Schreien. Ihr gebt das und es hört auf mit Schreien. Dann war es ein Instrument. Wenn das echtes Leid war, und das könnt ihr vielleicht von euch selber auch, wenn ihr wirklich leidet und auch wenn die Sache an sich eigentlich dem Leid nicht würdig ist, hier dazu die zwei Ebenen des Leides, dann kommt ihr nicht so schnell aus dem Weinen heraus oder aus dem Schluchzen. Ne? Also wenn das Kind dann, ihr gebt ihm das, was er dann wollte und er weint trotzdem so weiter, dann war das auch echtes Leid. Ne? Aber und dann müsst ihr ein Gefühl dafür entwickeln. Pauschal zu sagen, wenn ein Kind schreit, also nur wenn es schreit, das Schreien an sich, dass man es schreien lassen soll oder nicht schreien lassen, ist totaler Unsinn. Ihr müsst ein Gefühl dafür entwickeln und ihr müsst schauen, wenn das Kind euch austestet und instrumentalisiert und dieser eine Punkt, dass das Kind sofort aufhört, wenn ihr ihm etwas gebt oder was mit Schreien und dann vielleicht sogar lacht oder so weiter, das muss euch stutzig machen. Und ich weiß, autoritäre Eltern, die werden das sagen, oh nee, das geht auf gar keinen Fall, ne, und so weiter. Das ist meine Erfahrung, ich teile die mit euch. Und ja, jeder macht auch Fehler. Aber irgendwann muss man das auch irgendwo einsehen. Ne? Also viele Eltern merken auch im Bereich der anti-autoritären Erziehung, dass das bis zu einem gewissen Grad ja. Und aber dann merken sie irgendwie, das läuft jetzt aus dem Ruder. Ne? Das Kind ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, wie das funktioniert. Egal wie alt das dann ist. Und dann muss man doch intervenieren und dann muss man auch einsehen, dass man vielleicht was falsch gemacht hat und vielleicht auch zu einer etwas autoritäreren Erziehung übergehen. Also Autorität einfließen lassen. Ich bin kein Fan von autoritärer Erziehung. Ich bin vielmehr am Ende der anti-autoritären Erziehung, wenn man das so spaltet. Aber die reine anti-autoritäre Erziehung, das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Ein Kind braucht Lenkung. Ich habe euch das gesagt. Eltern und Kinder, sie sollten sich wirklich frei entfalten und entwickeln im Rahmen ihrer Umwelt, wo sie leben. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass eben auch die natürliche Autorität der Eltern anerkannt wird. Dass sie eben schon länger auf der Erde leben und etwas mehr wissen. Ne? Das ist doch nichts Schlimmes, Autorität. Zumindest wenn sie in diesem Fall Sinn macht und auch fachlich begründet ist. Das heißt aber auch nicht, dass viele Eltern auch von ihren Kindern nichts lernen können. Auf jeden Fall, Autorität heißt nicht immer und überall einfach der Bestimmer zu sein. Das ist nicht Autorität. Aber es heißt die Verantwortung für eine gesunde Entwicklung zu tragen und dem Kind klar die Grenzen einer Gesellschaft aufzuzeigen, in dem das Kind lebt und in dem das Kind auch lernt. Wenn ein Kind dieses alles nicht lernt, also wenn ein Kind andere Kinder oder Erwachsene mit Dingen beschmeißt oder beleidigt oder selbst nachdem die Eltern das Kind quasi gemaßregelt haben, gesagt haben, dass es aufhören soll, trotzdem noch weitermacht und eventuell dann wie gesagt sogar noch lacht, dann macht ihr was falsch. Dann macht ihr was falsch in der Erziehung. Dann müsst ihr mal darüber nachdenken, eure Grundeinstellung zu justieren und nicht blind jegliche Form von Konsequenz und Strenge aus dem Erziehungsgefüge zu verbannen. Ihr seid dann schlechte Eltern, weil ihr egoistisch einer Philosophie nachjagt, die anti-autoritäre Erziehung, Beziehung statt Erziehung oder natürliche Aufzucht genannt wird. Es ist so schade und so schlimm, dass
Eltern, die eigentlich das Beste für ihr Kind wollen, aufgrund eines blinden Dogmas und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie unangepasst das Kind doch ist, ihr Kind den Start ins Leben erschweren. Um es nochmal deutlich zu sagen, ich finde durchaus, dass es möglich und richtig sein kann, zum Beispiel sein Kind nicht zur Schule zu schicken, ne? Dem Kind auch große Freiheiten einzuräumen, um dass das Kind sich ausprobieren kann. Aber an einem Punkt zerstört man die Gesundheit des Kindes, indem man Autorität aus der Erziehung verbannt. Sie ist wichtig, sie ist gesund, sie ist elementarer Bestandteil unserer Natur. Zeigt dieses Video euren anti-autoritären Freunden, dass sie wenigstens mal nachdenken, was sie ihrem Kind antun und ob es wirklich Sinn macht. Ich bin gespannt auf eure Meinung zum Thema Autorität und das war eine interessante Diskussion. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.